Hallo, moin moin, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Let's Play Landwirtschaftssimulator geht in die nächste Rübenernte Marathon-Folge. Ich glaube, es ist tatsächlich schon die siebte Folge. Es tut mir ja schon fast leid, dass ihr in letzter Zeit ja immer das gleiche seht auf dem Kanal im Landwirtschaftssimulator. Aber ihr könnt auch noch mehr Kommentare hinterlassen. Dann gehe ich auch auf die Kommentare drauf ein, was man so machen kann. Aber erstmal müssen wir natürlich jetzt hier noch ohne Ende Rüben ernten. Gerade wieder dabei abzutanken. So, die Anhänger mal voll machen. Und dann ist dieses Feld jetzt gleich fertig. Und dann können wir zu dem letzten Feld überwechseln. Mal gucken, wie schnell wir das denn hinkriegen. Ich hoffe, dass wir uns da nicht auch nochmal 7 Folgen drauf aufhalten in dem anderen Feld, sondern dass es ein bisschen schneller läuft. So, der ist leer. Der andere wendet leider gerade in die falsche Richtung, ne? Kann man da wieder nichts machen, obwohl wir auch lange nicht den abtanken können. Kann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel der schon wieder geladen hat. Sieht man so schlecht. Ich glaube, da ist noch nicht so viel drin. Dann können wir entspannt zur anderen Seite fahren. Und diese Ladung dann gleich bringen wir sie wieder hier zum Bahnhof und dann können wir den Zug losschicken, denn die nächsten Ladungen bringen wir dann zum Nordzucker, nicht so weit weg von dem anderen Feld, gleich nebenan sozusagen. Sollen wir da dann zum Bahnhof fahren oder man sammelt noch mehr beim Bahnhof und schickt das irgendwie erst weg, aber verfällt das irgendwann oder wollen wir da alles an Ernte hinbringen? Den Zug erst nachher einmal wegschicken. Da hat man ja wahrscheinlich zack nochmal 1 Million mehr oder so. Aber wenn das nicht funktioniert und man da Geld mit zusetzt, ist es blöd. Ich weiß nicht, ob der Zug sozusagen eine gewisse Kapazität hat, bis zu dem er die Einnahmen verdoppelt, wenn sie weggebracht werden. Weiß das jemand? Ne, egal. Wir warten jetzt mal kurz. Aus, damit es nicht so laut ist. Gucken wir uns ein bisschen die Windmühlen an. Bei denen mir persönlich aufgefallen ist, ich glaube, vielleicht ändere ich das nochmal, wenn ich das hinkriege. Wir sind eigentlich, also wenn man sich echte Windmühlen anguckt, in Nordfriesland zum Beispiel, sind die Flügel im Verhältnis etwas zu klein. Ich hatte es ja erzählt, in der letzten Folge schon mal jemanden mal kurz angerissen. Also wir sind hier, ja gut, letzt gerade so ein Schwertransporter irgendwo festhing. Wenn Windmühlen Flügel transportiert hat, die sind erstmal so riesig, das weiß man, aber wenn man so auf die Windmühlen achtet, sind die Flügel im Verhältnis zum Pfahl auch oben sozusagen doch irgendwie ein bisschen länger eigentlich. Oder der Pfahl ist ein bisschen kürzer. Die sind vielleicht ein bisschen zu hoch. Das sind vielleicht eher Windmühlen für Süddeutschland oder ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen sehen, dass wir hinterherkommen. Auf jeden Fall mal sehen, ob man das nochmal irgendwie ändert in der Map-Version, wenn die Windmühle noch umgeändert kriegt, gut. Aber es ist natürlich auch wieder nervig, alle Windmühlen auszutauschen. Weil denn gerade in der neuen nordfriesischen Marsch-Vierfach-Map-Version werden logischerweise noch mehr Windmühlen da sein. Denn wenn man in Nordfriesland durch die Gegend fährt, wird man auch überall eigentlich mehr Windmühlen sehen als hier auf der Karte. Und das passen wir so ein bisschen an mit der neuen Map-Version. So. Ab zum Bahnhof. Zweite Ladung wegbringen, dann haben wir da 260.000. Alleine hier zum Bahnhof gekarrt. Wir haben schon einmal 130.000, ich runde das einfach auf. Zum Nordzucker gebracht, dann haben wir also schon 390.000 und einmal 70.000 oder so zur Bäckerei, dann sind wir irgendwo bei 460.000. So, haben wir noch ein bisschen Mathe geübt, das ist nicht schön. So mal geschätzt. Oh. Wir werden nur noch mal 200.000 bis 300.000 rauskriegen. Und dann habe ich auch ehrlich gesagt genug
Rüben geerntet. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber dann reicht's auch. So, machen wir das wieder wie letztes Mal. Wir fahren schon mal wieder zurück zum Feld. Oder wir schicken ihn jetzt los. Und dann fahren wir auch selber wieder zurück zum Feld. Ich glaube, das macht Sinn. Mal gucken, kommen wir dann eigentlich hier rüber irgendwie. Ja, können wir rüber springen. Können wir auch auf den Zug. Ich glaube, sie wollen uns da nicht mitnehmen. Das war schon mal getestet. Oh, da fährt es ganz schön schnell weg. Da kommen wir gar nicht hinterher. Wir hier so eine blöde Ecke fahren müssen, der gerade fahren kann. So, Wettrennen. Wir gewinnen. Ach, gewonnen. Das war easy. Knapp. Na, tschüss. Wir wollten ja auch nicht weiter. Mann, 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 das sieht so zerklüftet aus hier unten. So sieht meiner Meinung nach kein abgeerntetes Rübenfeld aus. Die Helfer dürften nicht wiederkommen. Einmal und nie wieder. Muss man klare Ansagen machen, aber die auch nicht arbeiten. So, ich würde sagen, der fährt gleich noch einmal zurück und dann, wie es aussieht, tatsächlich nochmal wieder einmal in die andere Richtung, weil er auch überhaupt keine Breite hat. Und er ist wahrscheinlich noch so eine Minispur teilweise über. Ah. Merde. Mist. Ist dann so. Der hat auf jeden Fall noch ein bisschen mehr vor sich. Aber ich habe ja gesagt, also in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall zum anderen Feld. Da auch schon mal anfangen. Und dieses Feld fertig haben. So, der Zug ist gerade weggefahren. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel wir vorher hatten. Auf jeden Fall haben wir jetzt 1,248 Millionen. Und einen riesigen Fuhrpark, wobei nicht uns alles gehört. Also wie gesagt, diese beiden Rübenernter hier haben wir vor einigen Folgen mal gemietet. Mieten wir auch gerade immer noch. Kostet uns laufende Unterhaltskosten. Deswegen haben wir auch ein bisschen die Spielgeschwindigkeit mal auf langsam geschaltet. So mal ein bisschen reale Zeit, reale Geschwindigkeit. Das heißt natürlich, dass die Zeit nicht wirklich vorangeht, unsere Firmen nicht so richtig gut viel produzieren, die Hühner und die ganzen Tiere ja auch nicht. Aber vielleicht bleibt uns der Regen so noch ein bisschen länger fern. Und die Rübenernte schaffen wir dann auf jeden Fall noch. Und dann geht es weiter mit Mais ernten. Erstmal tatsächlich ernten, also mit dem Mähdrescher. Körnermais ernten, so. Oder auch nicht, wir fahren noch weiter, den Rest wird er schaffen. Ich glaube, da brauchen wir nicht noch mal hin. Gucken wir uns mal, was der da noch übergelassen hat. Ansonsten können wir mit dem schon rüber zum anderen Feld. Mal schauen. Ach, das passt doch. Oh, der ist auch gleich voll. Naja. Macht vielleicht auch ein bisschen früh Panik. So, da hat er so ein schönes Wendekreis, da können wir noch einmal schnell ausleeren. Das sind ja
eigentlich vom Licht. No, brauchen wir jetzt aber nicht. Okay, wollte ich nochmal gucken. Und wer fertig? Da geht's. So. Das letzte Feld. Also Rüben muss man auch nicht düngen, man hat auch so genug Ertrag. Nur mal so am Rande erwähnt. Fangen wir jetzt auf jeden Fall mit dem letzten Feld an. Dann macht er drüben noch den Rest, das dauert nicht mal lange und dann kann er hier auch anfangen. Kann ich ihn hochspringen. Wieder hoch. Das geht nicht. Mist. Dann renne ich mal schnell zur Windmühle. Schnell ist er nicht, aber ich renne da mal hin. Los. Springen, springen, springen. Oh, über den Graben, nicht in den Graben springen. Ich will hier mal kurz hoch, mal gucken. Ob man das eigentlich sieht von hier, was so die Hexer, ja, die Rübenernter machen, so Vollernter. Eine, wo ist der dann? Ach, der ist schon hinten. Okay. Ja. Wir können uns einfach entspannt von hier oben angucken. Nein, noch nicht. Mal gucken, was wir jetzt dem hier kommen. Ich weiß nicht, ob er das noch schafft oder ob es nicht ganz passt. Guck mal eben. Ja, das ist auch die letzte. Einmal zurück, dann hat er es geschafft. Sehr gut. Und dann ist das erste große Feld, unser zweites Rübenfeld, fertig. Das erste war ja das kleine da vorne. Das ging ja echt recht schnell. Dachte ich noch, ja cool, dann passt das ja schon mit den Schneidwerken. Muss man sich nicht unbedingt einen Mod holen. Aber wenn man dann so zwei so Felder hat, kann ich nur empfehlen, sich irgendwie einen Schneidwerksmod oder sowas zu suchen für Rübenernter. Oder einen anderen Rübenernter meinetwegen, wenn das nicht mit dem Schneidwerk, das mit dem Schneidwerk kann man ja gar nicht anhängen, ist ja fest. Einen anderen Rübenernter, der irgendwie ein bisschen Arbeitsbreite hat. Denn hier ist das manchmal dann echt so ein bisschen, ja, warten, ne? Man kann ein bisschen warten. Entspannt in der Landschaft umschauen. Oh, 11.03 Uhr. Unsere Bäckerei sollte wieder produziert haben. Das möchte ich mal kurz gucken. Wo ist sie denn? Wo ist der LKW? Der Edeka-LKW. Ja, das wird noch ein Spaß werden, denke ich. Da habe ich auf jeden Fall Lust zu. Also. Ja, 5000 Brot liegen jetzt hier. Und 1000 Zucker. Natürlich immer noch kein Maismehl. Aber noch genug Weizen und Gerstemehl. Und Gerstemehl müsste eigentlich bei der Mühle auch schon wieder produziert sein. Ich weiß nicht, Weizen war da glaube ich nicht mehr in der Mühle. Aber Gerste war da noch genug. So, dass da jetzt auch pro Stunde immer noch ein bisschen Weizenmehl eben produziert wird. So, da ist er gerade vorbeigefahren. Dann wollen wir den auch gleich leer haben, wenn wir rüber zum anderen Feld fahren.
jetzt merkt er sogar, dass er da so viel stehen gelassen hat und dreht nochmal in die Richtung. Ich dachte, na, ist er jetzt schon fertig? Nein, er dreht tatsächlich noch in diese Richtung. Ätzend. Naja. Macht er jetzt den ganzen Blödsinn weg, den er da noch hat stehen lassen oder was? Aber wenn immer Merk auch da ist, und dann kommt er eh nicht. So, jetzt hier hilft er das. Wir können das auch machen, wenn wir hier wenden. Ja, man sieht, es lohnt nicht groß hier. Sind das jetzt 300, 400? Das dauert echt viel zu lange. Was wieder? So, da sind wir wieder. Fertig, das soll man so jetzt. Ich kann ja auch nichts dafür, dass die Helfer so Mist machen. Was sagt ihr dazu? Schreibt doch mal Kommentare. Würdet ihr das jetzt alles noch wegmachen hier oder lässt ihr das auch stehen? Mal so oder immer eine gewisse Marschrichtung. Wie spielt ihr? Sagt doch mal, schreibt doch mal. Würde mich über Kommentare auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, wenn euch das Video wieder gefallen hat und ja, ihr dabei bleibt. Denn wir werden auch für Sicherheit nochmal wieder was anderes sehen hier. Nicht nur Rüben ernten. So viel kann ich versprechen. Ein bisschen wird es noch dauern. Mal sehen, ein paar Rüben haben wir hier doch noch. Lass den Helfer jetzt einfach erstmal so längs fahren. Der andere fährt so längs. Mal gucken, ob die dann vielleicht hier ein bisschen weniger stehen lassen. Solange die sich nicht gegenseitig verkeilen, fahren sie hier ja schön hin und her. Dann fahren wir auch mal mit dem LKW rüber. Wir fahren damit rüber, indem wir den auch so aussuchen und nicht mehr 20 Fahrzeuge durchklicken. Das dauert auch nicht mehr lang, dann ist der voll. Dann bringen wir die Ladung natürlich hier zum Nordzucker. Und dann, ja, jetzt gehen wir auch schon steil bald auf die 1,5 Millionen Marke zu. Sobald das Feld hier drüben fertig ist. Und der blinkt sogar schon, der hat also 80% geladen und 80% bei dem ist auch immer eine Menge. Aber gut, wir sind ja gerade hier, das mache ich jetzt noch. Das wird jetzt die letzte Aktion erstmal werden für diese Aufnahme-Session. Denn ja, es ist jetzt Zeit, glaube ich, da einmal den Grill anzuschmeißen. Wetter ist gut heute. Grillen. Und dann mal sehen, wann wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Auf jeden Fall werden wir dann die restlichen Rüben ernten. Sollte zumindest machbar sein. So zeitlich. Ich weiß nicht genau, wie lange dieses Feld braucht. Wie viele Hektar das hier genau sind im Vergleich zu dem, kann ich jetzt gar nicht sagen aktuell. So, der erste Anhänger wird jeden Moment ist schon voll. Den müssen wir mal wechseln. So, und der wird sich wahrscheinlich nachher irgendwann in den Bäumen verkeilen, genauso wie die Sämaschine oder was das mal war, oder der Düngerstreuer. So, Anhänger mit 109.000 gefüllt. 20.000 Kapazität haben wir immerhin noch. Wir fahren mal rundherum. Dann als nächstes wird ja der andere wieder voll sein. So, der ist auch gerade schon wieder auf dem Rückweg. Jetzt mal gucken, wie die Ecke gleich aussieht. Das gucken wir uns noch an, ob der jetzt diese ganzen komischen Krams wegmacht, den der andere da gelassen hat oder nicht.
Und dann würde ich ja behaupten, dass das jetzt mal ein gutes Abschlussfoto für heute. Ich bedanke mich, wie gesagt, dass ihr dabei bleibt, hier zugeschaut habt. Würde mich über Kommentare, Daumen hoch und so weiter freuen. Und natürlich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Also wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Also, tschüss. Okay, es klappt nicht. Wie ihr seht. Naja, bis dann. Tschüss.